Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir alle leben in der längsten Epoche des Friedens auf diesem Kontinent und bei allen anderen parteipolitischen Differenzen. Unsere gemeinsame Verantwortung ist es, diesen Frieden für unsere Enkel gleichsam weiterzutragen. Das zu tun, braucht beständigen Dialog auf Augenhöhe, benötigt gegenseitigen Respekt und gelingt nur mit geostrategischer Weitsicht. Seit den frühen 2000er Jahren wird dieses Kontinuum vernachlässigt. Der Schulterschluss liberaler Demokratien führt nicht deswegen zum Frieden, weil sich die Schultern gemeinsam schön breit machen, um die eigene Sichtweise als die einzig gültige durchzusetzen. Und immer nur das Lied der allerbreitesten Schultern mitzusingen, das der USA, kann einen durchaus auch in trügerischer Sicherheit wiegen. Jeder, der glaubt, die USA verfolgten nicht zuerst ihre eigene Agenda, der versteigt sich zu solchen abstrusen Worten, wie wir sie vom Bundespräsidenten in seiner Amtsantrittsrede hören mussten. Das heutige Russland mag in westlichen Staaten an eine Aristokratie erinnern. Aber wie war denn der Weg dorthin? War möglicherweise auch der Wegweiser ursächlich? Auf den Bush im Jahr 2008 schrieb, dass der NATO-Beitritt der Ukraine keineswegs der Zustimmung Moskaus bedürfe. Wie hätte Bush denn reagiert? Hätte Moskau den Warschauer Pakt wiederbelebt und Kuba und Mexiko den Beitritt angeboten? Wie würde Biden reagieren? Würde der Kreml eine aggressive Eingreifungspolitik nach NATO- und US-Manier betreiben? Hier und auch vor dem Hintergrund der von den USA organisierten und finanzierten Farbenrevolution des arabischen Frühlings stellt sich die Frage des cui bono. Gewiss nicht Europa, denn von der Flüchtlingsflut bis zu dem Konflikt, den wir heute beklagen, wurde Europa systematisch destabilisiert und wurden zugleich die geostrategischen Interessen der USA bedient. Genau diesen Interessen huldigt heute eine maßgebliche Menge deutscher Politiker, indem sie der US-erzwungenen Ablehnung von Nord Stream 2 das Wort reden. Welch grotesker Wahnsinn! Eine verkorkste Energiewende als Schnellschuss bunten Zeitgeistes entpuppt sich als Auslöser dafür, dass transatlantische Daumenstrauben günstiges russisches Gas in Deutschland verhindern. Unsere Bürger werden mit einer Energiepreisinflation überwältigt, die zugleich den USA prächtige Gewinne im Flüssiggasgeschäft verspricht. In dieser Krise dürfen weder Bund noch Land die Interessen der Ukraine und der USA vor unsere ureigenen Interessen stellen. Es sind bereits unwiederbringliche Milliarden Euro aus Deutschland nach Kiew geflossen. Und gestern hat Kanzler Scholz noch mal 150 Millionen draufgelegt. Ob dieses Geld sinnvoll angelegt ist? Er tut es einfach, aber er weiß es nicht. Die Ukraine hat berechtigte Sicherheitsinteressen, gewiss. Aber die hat Russland eben auch. Um den Frieden zu bewahren, müssen wir weiter auf Diplomatie setzen. Aber ein Schulterschluss liberaler Demokratien, der klingt nach Nibelungentreue und im Zweifelsfall nach einer Unterwerfung unter fremde Interessen. Perfide bezeichnen Sie von den Freien Wählern die NATO- und EU-Partner heute als solch liberale Demokratien, Staaten, an denen Sie sonst oft kein gutes Haar lassen. Ich denke da an Ungarn und an unsere polnischen Freunde, die uns gerade eben vor der nächsten Plünderung unserer Sozialkassen beschützt haben. Erst schelten, dann beschwören. Wie doppelzüngig ist Ihre Partei und wie undifferenziert ist Ihr Weltbild? Bleiben Sie gute Bürgermeister, bleiben Sie anständige Landräte. Wir kümmern uns darum, unser Vaterland vor US-Sanktionismus und vor Ihrer Großmannszucht zu bewahren. Herzlichen Dank.